So Leute, herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Wir waren kurz davor, den Hebel zu ziehen und wir haben perfektes Wetter zum Aufnehmen draußen, wenn ich mal schaue so aus dem Fenster. Stürmisch, nass, kalt, regnerisch, das ist doch perfekt, um Amnesia aufzunehmen. Also würde ich sagen, ziehen wir den Hebel runter. Aha. Ein gebrochenes Rohr blockiert die Leiter. Es wurde jedoch durch den Einschlag beschädigt. Okay. Vielleicht das Glas dagegen schmeißen? Mann, schade. So, vielleicht. Nein, auch nicht. Bohrer? Nein. Hä? Auch nicht. Ja, komm schon. Haus weg. Daniel, einmal schnell Kopfnuss und weg ist es. Nochmal. Moment. Oben. Und jetzt nach unten. Ha! Jetzt bekommst du den Gnadenstoß, du Rohr. Oh ja. Tadam. Glas klar und alles ist gut. Perfekt. Dann klettern wir mal. Du. Kann ich im 360 machen? Ah, fast. Fast. Aber nah dran. Hallo. Ach, da geht's woanders hin. Offensichtlich. Sehr, sehr interessant. Wo geht's denn hier hin? Steuerraum. Ich habe wohl keine andere Wahl. Na, schauen wir doch mal. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brennenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Na, ist doch schön, wenn er sich drum kümmert. Okay, wir sind im Steuerraum und haben sofort ein Flashback. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel. But things don't always turn out the way we plan. Wieder dieser weise Mann, Herbert. Okay, da ist eine Tür. Wo zuerst lang? Zuerst nach rechts. Hallo? Immer schön die Türen zu machen. Ein Rohr. Ah ja. So, was genau ist der Sinn von diesem Raum hier? Vielleicht diese drei Räder hier. Bekomme ich vielleicht irgendwie einen Hinweis, wie ich die drehen muss, oder? Was ist das? Na gut. Es steckt fest. Wow, ist ja alles richtig gut verarbeitet hier. Naja, gut. Von mir aus. Dann gehen wir halt links lang. Hallo? Ist da jemand drin? Ein sehr ähnlicher Raum. Wiederum drei Räder. Wahrscheinlich stecken sie auch alle fest. Lass mich raten. Oh, nee, gar nicht. Drehen wir einfach mal geschwind. Ja. Ich drehe einfach mal alle hoch, mal schauen, was passiert. Ja. Bin ja gespannt. Hallo, dreh dich. Komm schon. Gib nicht auf, kleines Rad. Geht nicht. Ach, da ist ein Zettel, oder? Wie, kann ich den nicht aufheben? Hallo, Daniel, hebt den Zettel auf. Geht nicht. Der ist mit der Kiste verschmolzen. Okay. Sonst noch was hier? Außer Kisten? Anscheinend nicht. Ja, warum drehst du dich nicht Rad? Ach, jetzt geht's plötzlich. Natürlich. Tja. Und nu? Was bringt mir das jetzt? Noch so ein Rohr. Interessant.
Interessant, interessant. Die Räder stecken alle fest. Was ist hier? Ein schweres Tor. Dann drehen wir doch mal. So. Oh, das geht wieder runter. Dann schnell durch. So. Ja, ja. Passt schon. Nein. Warte, ich will was probieren. So, und jetzt eine Kiste drunter. Vielleicht habe ich dann einen Vorsprung, falls irgendwas kommen sollte. Geht das? Oder wird die Kiste einfach zermalmt? Ha? 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 Hat meine Genialität wieder zugeschlagen? Es hat funktioniert. Ich bin so ein Rätselmeister. Hallo. Mann, was ist denn das hier alles? Wie viele Rätsel gibt's denn hier? Huhuhuhuhu. Was ist das? Hölzerne Kurbel. Ist unter der Treppe was? Nö. Mal schauen. Eine Kurbel für eine Maschine. Die brauchen wir bestimmt. Nö, sie ist komplett nutzlos. Sie ist einfach nur zur Deko im Spiel. Nein, das glaube ich nicht. So, hier waren doch Hebel, genau. Die muss ich bestimmt auch in einer bestimmten Reihenfolge ziehen. Aber ich ziehe einfach mal alle. Oh. Ah ja. Nummer 2, komm schon, zieh ihn. Toll. Ja. Offensichtlich hat das sehr viel gebracht. Super. Ändert sich da auch was, wenn ich sie nach oben... Nein, 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 du sollst hoch. Ja. Nein. So vielleicht. Ha? Das sieht doch gut aus. Soll das so sein? Oder soll das Ganze rein? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Rein und sein. Hallo? Kann mir jemand helfen? Ich brauche Hilfe. Ich bin kein Techniker. Ist das genau der gleiche Raum? Zumindest sehr ähnlich. Oh, ein Zettel, den ich aufheben kann. Noch ein Rohr. Vielleicht muss ich die Hebel genauso einstellen. Wahrscheinlich. Probiere ich gleich aus. Aber zuerst will ich den... Aha, Öl. Steht hier einfach so rum. Zuerst will ich... Okay. Wie immer nichts. Gib her. 13. Januar 1799. Maschine. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum mit 2 U, Monstrum, wahrscheinlich vom Lateinischen, gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Ah, da wollte also jemand irgendwas nachbauen und hat fürchterlich gefailt. So, so. Da werde ich jetzt mal die Hebel in dem anderen Raum so einstellen, wie hier ist das. Blut oder Rost? Keine Ahnung. So, dann zeig mal her. Wie war das runter? Nee, Moment. Runter, hoch, hoch, runter. Okay. Dann mache ich das hier mal auch und vielleicht... Moment mal, das ist doch schon hier. Ist das dann richtig? Keine Ahnung. Lass ich einfach mal so.
Wir haben ja noch eine Tür, aus welcher... Ach, okay, da kam ich her. Moment mal. Ah, die Kiste ist noch da, okay. So, hier... war ich noch nicht. Hm. Was ist an diesem Raum jetzt so toll? Ah ja, ah ja. Eine Kiste, die man nicht aufmachen kann. Aha. Mhm. Muss ich da vielleicht irgendwas mit den Rohren... Ah... ja. Offensichtlich muss ich was mit den Rohren machen. Wie viel Öl habe ich eigentlich noch? Ach, das geht ja noch. Okay. So. Dann hole ich mal die Röhrchen. Und hoffe, das bringt was. So, hier lag ja nur eins, oder? Wenn ich recht gesehen habe. Ja. Dann bringe ich das mal hinter. Autsch, autsch. Autsch. Das Rohr sagt autsch, nicht ich. Moment. So. Nein. Ha, ist das richtig oder? Verdammt, ich muss es richtig anordnen. Vielleicht genauso wie hier. Okay. Also, wie dreht man nochmal? Genau so. Dreh dich, Rohr. So. Und jetzt anfügen. Nein! Sollst dich so drehen. Nein. Rohr. Bitte. Nein! Ach, dann bleib halt so. Vielleicht ist es auch richtig. So war ich. Nein, da war ich ja gerade. Ha. Wo ist das andere Rohr? Ne, Moment mal. Bin ich gerade total... Oder lag das vielleicht da hinten? Oder doch hier? Bin verwirrt. Eppa. Nein, ich glaube, es lag hinter dieser aufdrehbaren Tür, oder? Muss wohl so sein. Aber die Kiste erleichtert es mir, seht ihr? Es hat was gebracht. Ich frage mich, ob ich da zerquetscht werden kann. Das wäre nämlich ungut. So, da lag eins, genau. So, du kommst mit. Flieg! Nein! Du musst durch! Ja! So. Gib her. Dann stecke ich dich auch noch an. Oh ja, bitte mach das. Keine Panik, mache ich schon. So, eins fehlt anscheinend, okay. Nein, das leide ich noch durch. Huah! Naja, fast. Warum kann Daniel nicht sliden? Das wäre so geil. Könnte er vor Monstern wegsliden. So, da ist das letzte. Hoffentlich. Flieg! So, mach auf. Gib mir das. Nein, bitte füg mich nicht an. Doch, ich muss. Nein, bitte nicht. Das tut so weh. Ah, 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 ah. Passiert jetzt was? Das scheint richtig zu sein. Hm, da pfeift's, dann passt's ja. So. Ich muss dann eigentlich auch gleich wieder Schluss machen. Aber ich schaue noch, ob ich jetzt mit dem Teil irgendwas anstellen kann. So, zu da. Oder vielleicht muss ich die Räder ja wieder drehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das sonst machen soll. Vielleicht irgendwie so. Und jetzt die runter. Na? Aha. Okay, irgendwas passiert hier. Daniel? Is that you? Nein. Nein. Oh, hast du mich erschreckt, du alte Kackbratze, du. Erschreckt mich doch nicht so. Oder war das Daniel, der gesprochen hat? Naja, gut. Du schickst jetzt aber nicht wieder deine komischen Diener da auf mich los, oder? Was genau muss ich denn jetzt tun? Ist das richtig? Bin ich fertig? Das hier läuft schon, oder? Scheint so. Okay. Okay, okay, okay. Dann gehe ich mal wieder hinaus. Was sind das für seltsame Geräusche?
So. Muss ich jetzt wieder raus oder muss ich noch irgendwas machen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, vielleicht sind die jetzt nicht mehr verrostet oder warte mal, das waren doch die. Ich glaube, die müssen hoch, oder? Warte, ich probiere mal nur kurz, ob sich irgendwas ändert, wenn ich sie ganz runter mache. Da klackt es ja immer so. Soll mir das sagen, dass es richtig ist? So, da hat sie da geklackt. Ja. Nee, das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich drehe sie mal alle ganz runter und schaue, was passiert. So. So. Na, passiert was? Anscheinend nicht. Vielleicht war es ja doch richtig. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Moment. Da hat es klack gemacht. Langsam. Aha. Langsam. Das bringt's ja. Habe ich vielleicht irgendwas im Zettel übersehen? Nein. Wo war das nochmal? Hallo? Ah ja, genau. So, dann zeig mal hier. Notizen, Maschine. Bla bla bla. Kannst du schweigen von dem Strom? Es geht 10 Blitze, es ersetzt durch Druck. Jetzt Dampf. Okay, Druck habe ich, Dampf habe ich. Rohre und Turbinen. Kann ich daran was denken? Ich weiß ja nicht, ob das richtig war. Tja, das scheint lustiger Rätselspaß zu sein. Vielleicht sind die Räder jetzt entrostet. Natürlich nicht. Nein. Dampf. Tja, wahrscheinlich muss ich es genauso einstellen wie hier. Okay, das hier. Aha. Das da weiter oben und das da so in der Mitte. Versuche ich mal. Autsch. Ich schlag dir die Tür selbst in die Fresse. Okay. Also, das stimmt ja. Nur das da stimmt nicht. Okay. Dann drehe ich das mal runter. Vielleicht muss ich es auch spiegelverkehrt machen. So wird es nämlich stimmen. Dann mache ich das mal auf mittlere. Genau. Das da mache ich dann runter. Runter. Ha! Aber jetzt mache ich schön zu, damit niemand kommt. Ha! Daniel, du bist ein Genie. So. Da habe ich es wohl zum Laufen gebracht. Mann, bin ich geil. Aber jetzt schnell raus hier, bevor irgendwas passiert. So, dann sind wir wieder raus. Das blaue Licht blendete ihn genau wie in dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. So, dann ist hoffentlich jetzt das Wasser abgeflossen. Aber ich würde sagen, bevor wir runtergehen und schauen, ob das Wasser jetzt weg ist, beende ich mal die Folge hier. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Amnesia the Dark Descent. Vielleicht wieder mit Monsterchen. Anscheinend will ich jetzt schon runterklettern. Okay, dann kletter ich jetzt schon runter und beende jetzt den Part. Und zwar hier hinten. So. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.